Namaste wieder mal, ihr Lieben. Und schon wieder ist es mir passiert, dass Flaps rumspackt. Ich weiß echt nicht, warum der dieses Programm irgendwas gegen mich hatte. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde das gar nicht köstlich. Egal. Jo, wir wissen nicht so recht, was tun und was machen wir da. Wenn wir es nicht wissen, gucken wir ins Inventar. Ein Kartendeck mit mächtigen Elementarkarten. Ich finde diese Sache noch immer absurd und schwachsinnig. Du hast einfach keinen Sinn für Jugendtrends, Civil. Wenn du damit meinst, dass ich meinen Verstand noch nicht an der Kasse abgegeben habe, dann stimme ich dir zu. So kann man es natürlich auch bezeichnen. Ein alter, schmutziger Lappen. Manchmal frage ich mich, warum wir so einen Müll überhaupt mitnehmen. Weil wir in einem Adventure sind. Ein klabauter Mann. Selten habe ich ein so gutes Gesaff in meinen untoten Magen gekippt. Eine Handvoll Rosinen. Nicht weiter kommentiert? Sieht nämlich aus wie Kacke, aber okay. Der Metalldetektor. Ein zwergischer Metalldetektor. Damit wurden bestimmt schon Dutzende alter Konservendosen gefunden. Da muss ich an was denken. Bei dem Metalldetektor, den können wir... Hey, ich glaube, da glitzert etwas. Da, im Gebüsch. Wirklich? Ich bin erstaunt, dass du das gesehen hast. Das war doch wirklich gut versteckt. Bestimmt ein immens wichtiger Gegenstand. Ja. Ich kann hier nichts entdecken. Das war auch nur ein Spaß. Ich wollte dir etwas Bewegung gönnen. Was, du kleines Kind? Das war cool. Ja, graben wir die Karte wieder aus und locken wir ein im Wald. Weil ich habe da eine Idee. Und zwar glaube ich, dass wir mit dem Metalldetektor eventuell den Schlüssel aufspüren könnten. Von der Claudia Rotdame, die sich an den Baum gekettet hat. Probieren wir's? Damit sollte es schnell gehen. Yes! Also los! Los geht's! Eure Rodungsmaschinen können vielleicht die Bäume töten, aber nicht unseren Glauben. Der Wald wird in unseren Herzen weiter wachsen. Die verdurste da doch. Na gut, Elfen können ja lang ohne Wasser. Es schlägt aus. Da ist etwas. Das sind aber nur ein paar rostige alte Nägel. Ich packe sie mal zu dem Hammer dazu. Fragen wir noch mal bei dieser dümmlichen Elfe nach. Ja, das müssen wir jetzt hier auch. Vielleicht hat die uns irgendeinen Tipp. Hallo, ihr Lieben. Hi. Wo ist denn der Schlüssel für die Ketten? Im Gebüsch war der Schlüssel nicht. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe vorhin eine Elster damit wegfliegen sehen. Wie unachtsam von mir, daran nicht gleich zu denken. Elstern sind ja so putzige Tiere. Man sagt, sie bringen glitzernde Gegenstände gleich zurück zu ihrem Nest. Das Ganze entwickelt sich langsam zur unendlichen Geschichte. Ja, das tut es. Du musst zur Abschluss... Das würde ich ganz gerne... Aber ich habe mich ja leider hier an den... Eben, ja, genau. Und... Wir lassen dich nun hier... Zurück. Baum, müssen wir da wahrscheinlich wieder hochklettern. Los, hinauf. Die Leiter hinauf. Kann man das auch abkürzen? Yes, kann man. Ast, Vogelnest. Der Lappen ist nun nicht mehr im Netz. Aber dafür etwas anderes wahrscheinlich. Das Nest ist zu gut mit dem Ast verankert. Das kann ich nicht herausschießen. Ei, ich überlege. Schwertfisch? Das ist zu hoch, da komme ich nicht dran. Von hier sowieso nicht. Aber, na gut. Und mit dem Detaildetektor vielleicht runter? Besser nicht. Nee. Gut, dann... War das nicht mit Termiten zerfressen? Essen Termiten, nicht Holz? Ich probiere das jetzt mal. Die Schleuder ist nun mit den Termiten geladen. Yes. Und jetzt probieren wir es mal so. Das ist nicht gerade eine gute Tat. Aber es muss wohl sein. Wehe, du schießt daneben.
Oh, die gehen gleich an die Arbeit. Krasse Sache. Bash. Gut. Dann geh du mal hier wieder die Leiter hinunter, Lilly. So, das war ja flott. Na los. Schauen wir uns das Nest an. Knapp neben die Pfütze. Der Schlüssel für die Handschellen. Endlich. Wunderbar. Ich finde es ganz, ganz hilfreich, dass ihr mich befreit. Ja, ja, schon gut. Bringen wir es endlich hinter uns, damit du zu dieser blöden Abstimmung gehen kannst. Yes. Der Schlüssel für die Ketten der Elfe. Eigentlich habe ich gar kein Interesse daran, sie freizulassen. Aber Seville, wir brauchen sie doch für die Abstimmung. Richtig, da war etwas... Na gut, auch ein Tyrann muss Opfer bringen, wenn er seiner Rache freuen will. Da hasche wohl. Also, befreien wir die Botschafterin. Gleich bist du frei. Vielen, vielen Dank dafür. Mir sind schon meine Füße eingeschlafen. Ja, 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 schon gut. Jetzt geh endlich zur Abstimmung. In Ordnung. Natürlich gehe ich sofort zur Abstimmung. Bis bald. Tschüss. So schnell kann man jemanden vom Protestieren abbringen. Na, Seville, freust du dich nicht auch, dass wir eine gute Tat vollbracht haben? Ehrlich gesagt bereitet mir das Magengeschwüre, aber es ging leider nicht anders. Sehen wir zu, dass wir endlich diese Abstimmung zum Laufen bringen. Ja, das sollten wir. Wir haben jetzt auch alle freigesetzt. Freigesetzt. Aber ich möchte doch nochmal bei den Dings, bei den Zwergen vorbeischauen. Ja, diese habgierigen Leute. Denn ich habe da eine Idee mit diesem Säbelding. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Und das werden wir jetzt mal sehen. Hier nämlich. Der ist ja das jetzt ist weg. Diese Gold, der genau. Obere Gott. Das ist ja ein genau, Schmerz. Genau. Weil das haben wir schon alles gehabt. Ne? Das haben wir schon alles gehabt. Also bewegt euch mal. Hier über diese wundervolle Brücke. Und da ist diese Goldpreishebelbühne. Und ich probiere das jetzt mal. Yes, scheint zu klappen. Wäre eine gute Sache. Wird der Kuss fallen? Ritsche, Ritsche. Yes. Seville, was machst du denn da? Nichts das Nettes. Siehst du gleich. Mhm, er macht obszöne Bewegungen. Und alles kracht zusammen. Cool. Oh, das nächste Mal will ich, dass du mir vorher erklärst, was du vorhast. Dann ist es doch nur halb so lustig. Jetzt schauen wir mal bei den Zwergen vorbei. In der Zentrale da oben irgendwo. So. Also Lilly soll da mal vorbeigucken. Seville darf ja nicht. Komm schon, Lilly. So, ab geht's hinauf. Yes. Wir sorgen dafür, dass in Nachbarland Janis die Ökologen an die Macht kommen, sobald sie ihren Plan gar nichts umgesetzt haben. Hallo, ihr Zwerge. Vielleicht solltet ihr euch das mal anschauen. Bei Moradins Stechuhr, wir haben keine Zeit. Wir haben hier ein wichtiges Meeting. Mein Vorschlag wäre, dass wir einfach ein... Hallo, ihr Zwerge. Die haben echt keine Zeit. Ein Bierspender. Naja, es sind Zwerge. Was habe ich erwartet? Bei Moradins Bierwampe, was hast du erwartet? Goldgier und Bier. Was sonst? Yes. Oh, genau. Das ist mit Abstand die beste Idee. Ja, genau. Von was redest dafür du sollten eigentlich, wir Junge? Bla, 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 bla. Männer? Geht's noch? Nein, das geht nicht mehr. Okay, die Idee, die hat nur zur Hälfte gefruchtet. Wie es ausschaut. Leider, leider, leider. Denn irgendwie hat das nicht so viel gebracht. Deswegen gehen wir hierhin zurück. Und dann machen wir dann auch beim nächsten Mal weiter. Mal lege ich ein kleines Päuschen ein. Denn... ich glaube, wir haben jetzt alle Genossen für die Ratssitzung zusammentrommeln können. Das heißt, die müsste jetzt beginnen. Und die war ja an dem Theaterplatz, in dem Raum gegenüber. Und da schauen wir dann vorbei. Aber ich habe heute voll den Frosch im Hals. Daher entschuldigt dieses Gehuschte. Ja.
Schön, vor El Jolio. Ich kann mir was Schöneres vorstellen. Aber okay, die Sonne geht immer noch unter. Spitzenreisen zu Spitzenpreisen. El Jolio macht's möglich. Genau, und in diesem Sinne würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao!